Das extrem wechselhafte Aprilwetter in Deutschland bleibt uns erst einmal erhalten. Das hat der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitgeteilt. Eine Verbesserung des Wetters ist vorerst nicht in Sicht, denn auch am Donnerstag sollen es maximal 13 Grad werden. Im Bergland wird es noch kälter und ungemütlicher, vielerorts kann es immer wieder Schauer- und Graupelgewitter geben. In der Nacht kühlt es sogar auf minus 2 bis 5 Grad ab. Auch am Freitag werden wieder Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad erwartet, dazu wird es windiger. In Lagen zwischen 700 und 1000 Metern sowie in den Alpen schneit es stetig. Auch am Samstag ist bei Schauern und Graupelgewittern keine Besserung in Sicht.